Jetzt freue ich mich, dass wir unseren zweiten Gast heute zuschalten können. Das ist nämlich in Berlin der gute Fabian Wiede. Grüße nach Berlin. Kannst du uns sehen und hören? Guten Tag. Ja, ich höre euch super und sehe euch auch. Alles gut. Wunderbar. Wir sehen auch, ihr in Berlin habt richtig schönes Wetter. Das ist ja nicht so oft der Fall, oder? Ich glaube, die letzten Jahre war Berlin immer die wärmste Stadt Deutschlands, habe ich mal gehört. Und, kann man natürlich nicht beklagen, muss ich sagen. Berlin ist die wärmste Stadt, das wäre mir aber komplett neu. Ich dachte mal, wir hier, also du hast ja hier quasi zwei wohnhafte Süddeutsche sitzen. Das ist schon eine steile These, die er da aufbaut, oder? Ja, aber wenn es ihm gut tut, darf er das behaupten. Vielleicht ist das auch die Wärme von der U-Bahn, die bei euch einfach emporsteigt, dass ihr das Gefühl habt, es ist ein bisschen wärmer bei euch. So was kennt ihr bei euch nicht. Bei euch sind ja noch die Kutschen da sitzen. Frage ja, an dich, Fall. Fabi Wiede. Kommt gerade rein. Eine Frage, wieder an Fabi. Wer ist dein Lieblingsmitspieler und wer ist dein Lieblingsgegenspieler? Mein Lieblingsmitspieler? Ja, ich glaube, das kann ich schon. Ich habe jetzt seit fast 10 Jahren mit Paul Drucks in einem Team zusammengespielt. Und ich meine, wir sind da seitdem sehr gute Freunde geworden. Und daher ist natürlich klar, dass ich hier ihn in den Mund nehme. Und ja. Macht einfach Spaß, mit ihnen zu spielen, weil wir uns blind verstehen und daher kann ich da niemand anderes sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt schon mal jemanden dazu holen, der schon, glaube ich, in der Leitung ist. Und wir sagen Hallo nach Kassel und Grüße an Finn Lemke. Hallo, moin. Geht's dir gut? Moin, Finny. Hi, Fabi. Siehst du denn aus? Siehst du aus, mein Lieber? Siehst du denn aus? Was hast denn du gemacht? Ja, Axel ist mein Paul. Vorbild. Und daher ist man ein bisschen nachgewachsen, ne? Geil, Nee, meine Frau hat. Erwartet. Ja, meine Frau hat den Rasierer ausgeholt, ne? Und dann haben wir es erst versucht auf schönem Wege und dann wurde es dann doch die Brechstange. Ich hab's auch probiert, aber bei mir, ja, ich durfte nicht. Eine Absage bekommen. Ja, leider ist mein Bart, den ich jetzt schon 3 Monate gepflegt habe, leider auch zum Opfer gefallen. Ja, genau. Ja, genau. Danke. Entschuldigung. Geht ja gut los, Kevin. Ich muss es ja mal ausnutzen, dass du so weit los. Weg ja, bist ja, gerade. Normalerweise habe ich ja immer voll Schiss vor dir, weil du einfach so riesengroß bist, aber so auf die Entfernung kannst du mir ja nichts tun. Deshalb... Starke ja, aber Frisur. Jetzt nicht, ja, Schreibt Oliver Rogge, schreibt bei Facebook starke Frisur. Bist du das ein starker Friseur? Ich weiß nicht genau, was starke Friseur. Ich glaube, das Rechtschreibprogramm auf Olli Roggis Handy ist kaputt, offensichtlich. Ja. Aber schön, Grüße. Ich glaube, er ist gerade im Urlaub, habe ich mir sagen lassen, an der Nordsee. Also Grüße an Olli Roggis. Schön, dass du uns trotzdem zuschaust. Ich weiß im Übrigen von noch jemandem, bei dem das genau so passiert ist. Da hat auch die Frau erst versucht, vernünftig zu schneiden und dann haben sie nachher gesagt, ach komm, jetzt müssen wir alles wegmachen. Kommt übrigens auch noch in unsere Sendung. Grüße nach Kiel an einen der Kreisläufer. Aber ich muss nur mal sagen, meine Frau hat das hervorragend gemacht. Wirklich super. Also, okay, also du meinst jetzt ja, die Frisur, also, die du jetzt hast? Sonst, ne? Ja, genau. Ja. Wir wissen ja nicht, wie es vorher super. Aussah. So, jetzt greife ich mal ein, taktisch, ja, was wir jetzt spielen. Wir sind jetzt in Unterzahl und wir haben dann verschiedene Auslöseaktionen auch aus der Abwehr hinaus. Man sieht, dass sie jetzt mit 2 Kreisläufern auslösen. Wir spielen jetzt einfach in 0, das heißt, wir versuchen, Würfe aus dem Rückraum oder solche Durchbrüche eigentlich zu fordern oder zu forcieren. Und ist in dem Fall so zwar ein bisschen zu weit zur Mitte gegangen, aber trotzdem war es gar nicht schlecht verteidigt. Trotzdem wäre ein Tor passiert, aber die brauchten trotzdem schon mal 8 bis 9 Pässe. Und wenn wir es bis 10 Pässe geschafft hätten, hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit von Uhr genommen. Das wäre schon mal ein großer Erfolg gewesen. Nur mal so taktisch vielleicht find für all super, die anderen. Finde ich super interessant. Paar, wenn ich das so ein bisschen mal, das mal so ein bisschen taktisch hier mit reinbringen kann. Gerne, Fabi? Gerne und auch immer wieder.